Aber ist das nicht toll? Ich mag dieses Bike. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Indie-Freitags. Aktuell zeigen wir ja eine Vielzahl an Indie-Spielen hier in der Indie-Woche und sagen auch ziemlich oft das Wort Indie, aber das steckt auch einfach überall mit drin. Auch beim Indie-Houses-Event, unter dem ja dieser Indie-Freitag hier stattfindet. Denn während des Events gibt es eine spielbare Demo zu Sable. Ich habe das Spiel schon lange auf meiner Liste und freue mich, mir heute mit euch zusammen die Demo anzuschauen. Das Spiel von Shadworks und Raw Fury kommt nämlich am 23. September raus, also gar nicht mehr so lange hin. Und daher könnt ihr auch im Community-Tab abstimmen, ob ihr dann ein Let's Play zum Spiel haben wollt oder euch die heutige Demo ausreicht. Sable ist ein Open-World-Spiel mit Erkundungen und Rätseln und ich weiß nicht, wie umfangreich die Demo ist. Es kann also sein, dass wir sie uns heute nicht komplett anschauen. Aber es würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr für den Indie-Freitag unter dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und dann lasst uns starten in ein neues Spiel. Shadworks. Ach, ich mag den Look. Aber es ist, glaube ich, auch eine Frage der persönlichen Vorliebe. Es ist so ein bisschen ein Grafikstil, der da, glaube ich, die Spielerschaft spaltet. Ein Käferchen. Aber ich persönlich, ich mag's. Ich mag die Farben. Das ist Sable. Mit Maske. Das ist so ein Ding hier. Hier tragen alle Masken. Und das ist ein Tempel. Ich habe da Tomb Raider-Assoziationen. Alte Tempel, Grabmäler, alles in der Richtung. Wir sitzen da, wir denken nach. Ups. Moving Sable mit WASD. Ich spiele mit Controller. Ich spiele mit Controller. Aber passt schon. Ich krieg's hin. Yay! Erstes Rätsel gelöst. Mit A können wir springen. Jetzt weiß das Spiel auch, dass ich mit Controller unterwegs bin. Dann lasst uns doch hier mal rüberhüpfen. Klettern. Ups. Nein, hüpf! Achso. Wir sollen dann hier einfach hochklettern. Ich habe das mit dem Hüpfen nicht hingekriegt. So, die Tür leuchtet nicht. Wir können sie erklettern, aber das bringt uns natürlich nichts. Dann haben wir hier aber noch eine Leiter. Die kann uns vielleicht rausbringen. Ach, ich mag hier schon die Architektur sehr. Wenn es da solche der Luft schwebenden Sachen gibt. Da schweben nämlich durchaus ein paar Dinge in der Luft. Die sind nicht verknüpft mit dem Rest. Egal, haben wir uns nicht angeguckt. Das passt schon alles. Dieses Muster macht total viel Sinn. Ah, schön. Schön, schön, schön. Es gibt keinen Fallschaden. Fragezeichen. Sieht gut aus. Ich würde mal sagen, wir sollen dorthin, wo der Rauch aufsteigt. Warum nicht? Da ist auch eine Treppe. Ibex Camp oder Ibex Camp. Ach, ich mag die Musik. Also ihr werdet ganz viel Ich mag hören im Laufe dieses Videos. Ich habe ja das Spiel nicht von ungefähr auf meiner Wunschliste. Okay, cooles Camp. I can feel Jadie smiling behind her mask. Just as I know, she can feel the teeth baring little grimace behind mine.
I'm nervous, and she's softly, sweetly amused. In her eyes, I probably have very little to worry about. You know, you have nothing to worry about, don't you, Sable? I know, I know. I tell Shady that I know, but that it hasn't quite sunk in yet. She chuckles. I promise you, Sable, you're fine. But I do know how you are. You're going to be nervous until you've started, and then you'll act like you've been doing it your whole life. Remember the first time you rode a bike? You wouldn't even let me put you on the seat. You were so afraid. Your hands were like little claws gripping onto me. I feel the memory in my fingers. But then I promised you it was going to be all right. I told you how much I had loved riding my bike as a young woman and how wonderful the wind felt through the fabric. Suddenly, there you were. You sat down, you leaned forward and put those little grasping claws on the handles and you were off. And I remember thinking, just watching you tear over the sand. Look at her. She can do whatever she wants. JD reaches out and places a hand on the edge of my mask. And you can, Sable. I take a breath. Okay, I think I'm ready. I thank JD for the encouragement and tell her with a nod that I think I'm ready. I know you are, so let's get you started. You'll need to talk to Hilal and Driss. Driss should really have made the arrangements for your bike, and Hilal will share something, well, let's say as useful as it is fun, huh? I think I might suspect what Shady's saying, but I stay quiet. After that, I suppose we'll see you off. Okay, I'll be back soon. I tell Shady I'll be back soon. Sable, don't go planning your return before you've even left. Take all the time you need. It's a big decision you're making out there. I tell her that it's why I'm so eager to make it. To choose well and quickly, so that I don't go too far down the wrong path. Whatever you decide, you do so with my blessing. So don't try using me as an excuse to come home early, huh? She knows me. Now go, speak with Hilal. I'll be there to see you off. And speak to Driss as well. I've told him to arrange your bike with Sisu, but you know how he is. I have something to give you, a compass to help you on your journey. It's the same one I used on my gliding, an artifact, you might say. I take the device in my palm. It fits naturally there, perfectly weighted and crafted. Each component slides together with incredible, satisfying precision. Thank you. Go on, go on. It's nearly time. Okay, wir haben einen Kompass bekommen. Ich darf mich nicht bewegen. Ach so, weil ich den Kompass aktivieren muss. I need to complete tasks for Hilal and Driss. Für die Zeremonie. Hier ist das Haus, da war Hilal drin. Gucken wir mal nach. Was ist denn mit dir passiert? Du bist so groß. Wahrscheinlich bin ich einfach noch ein kleines Mädchen. As I approach Hilal, they give an enthusiastic wave. I've always appreciated Hilal's worth and vigor. And now, on a day like this, I'm ready to match it. With a touch of nerves for balance. Sable, take this. Hilal hands me a small round stone. As it nestles into my palm, I feel a warmth not borrowed from Hilal's hands, but emanating from within. I run my thumb over it and find it softly electric, like static on cloth. What is this? I try to sound less confused than I am, but ask Hilal what this is. Oh, Sable, you can't leave without it. What I've just given you is a gliding stone. What do you feel? I tell Hilal that I feel electricity. Then you're doing it right. What you feel in that stone is openness. I look at the stone. It seems quite closed. Gliding stones are vessels for the perpetual. They suck up its power like little sponges and hold it there for you to channel. Right now it's empty or dormant and waiting for you to fill it up. I ask how I can do this. Take it to the temple ruins at the edge of the canyon. You'll be able to activate it there. Hilal claps their hands twice and bobs a little. I appreciate their good mood at a time like this. Come back to me once that's done. I want to hear all about it. As I'm about to leave, Hilal stops me. Oh, you haven't gotten your bike yet, have you? It's a bit of a trek to the temple, so go see Driss. He was meant to get that ready for you, yes? I remember Shady's words now and tell Hilal I'll go and see Driss. Okay, aktuell ist natürlich noch sehr, sehr viel Reden angesagt. Aber, ach, da unten ist es ja schon. Das ist ja super. Moment, kann ich die Leiter runterklettern?
Wie funktioniert runterklettern? Indem ich einfach falle. Einfach fallen. Ach cool. Ich mag dieses Camp. Aber ja, während hier das Ganze eben erklärt wird, muss natürlich auch viel geredet werden. Aber ich mag ehrlich gesagt die Kombi der Dialogboxen mit Beschreibungstext. Das finde ich ganz cool gemacht. Und die Option. Die Auswahloption. Though I've told myself not to be too eager, it's all I can do not to raise up to Driss. Driss is the camp manager. He's been difficult to get a hold of lately, but now I strongly suspect that he's been working on my bike in secret. Perhaps it's extra beautiful or has some custom feature. What will its name be, I wonder? How fast will it go? Will my legs feel sore or will I get used to it? Driss turns with a bit of a start. Sable, hello. Hello, how are you today? I ask Driss how he is. I'm well. I let it hang there a moment, but I can't do it. I'm too keen and the words spill out. I ask Driss if he might, sort of, possibly, maybe, have a bike for me. Your bike, he yells it like it's an idea he's just had. Your bike, yes, of course, right, yes, your bike. That I was meant to, that I prepared for you, because today is your gliding. Yes. Driss nods along with me. Yes, of course, right, yes. I do have that. My blood runs cold. Has he forgotten? By which I mean I arranged it for you in a, well, it's sort of a tutorial for you. A tutorial? Did you forget? I'm telling you, I didn't forget. I just made different arrangements. You see, Sable, before one can own their own bike, they must prove that they can ride a bike by taking a test ride on a different bike. I think about it and find I've never heard of that part of the gliding, but Driss does seem earnest, sort of. So instead of worrying about your bike, I'd like you to try this bike as a test. Driss gestures to the sand cutter at his side. It's quite old and a little shabby. A tester, if I've ever seen one. I'll give it a go. Really? I mean, yes, good. Be gentle, though. The sand cutter's older than Shady. You treat her with respect. Now, ride the bike through the ring and back. And here's some advice for you, my young glider. Don't fall off. Okay. Das machen wir, aber ich würde tatsächlich sagen, wir fahren da durch den Ring mit RT beschleunigen. Strafe. Wir können. Cool, okay. Das ist schon mal gut zu wissen, falls wir volle Kanne auf ein Hindernis zudüsen. Weil wir nicht super schnell unterwegs sind. Aber ist das nicht toll? Ich mag dieses Bike. So, Moment, wir fahren hier einmal durch. Und ich habe jetzt ja noch die andere Mission. Ach, die ist jetzt weg, oder was? Wo war denn die andere Mission? Hinter dem Canyon irgendwo. War die hier drüben? War die hier? Mist. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder zurückfahren. Na gut. Dann fahren wir doch erst wieder zurück. Wahrscheinlich kann ich im Menü die Mission auswählen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja hier gleich um die Ecke. So. Ach, ich mag das Bike. Auch wenn es nicht das Richtige ist. I return to Driss, who somehow manages to seem caught off guard, despite knowing I was coming. Sable, congratulations. How was your first pre-glide ride? Any strange rattles? Unexplained hissing? Small fires? What do you mean, fires? Surely you'd notice if you were on fire, even a little bit. Was that a possibility? Well, obviously it didn't happen, so I think we're fine. Driss, is the spike dangerous? Well, he doesn't finish. Have you already been by Hilal? Am I not getting a bike? Well, you're getting the use of the sand cutter. That's something, eh? You can borrow it to run your little errands. My little errands? And Hilal's got something to show you too. Help you out with more of that mobility you're after. With my confidence in this exercise only lightly tarnished, I thank Driss very much for his help and his bike, and I depart for Hilal. Nicht wirklich, weil ich habe Hilal ja schon gesprochen. Ich habe jetzt eine Mission. Hier, Questlog können wir hier aufrufen. Sehr schön. Sehr schön. Okay, dann
ist jetzt Whispering Stones angesagt. Wo müssen wir hin? Wir waren in der richtigen Richtung unterwegs. Ah, ein bisschen mehr Vertrauen in meine Orientierung. Aber ich gebe zu, die Grafik sorgt dafür, dass ich mich nicht sehr gut auskenne, weil die einzelnen Ecken nicht so eine hohe Wiedererkennung haben für mich. So, hier hoch. Oder was? Ja, sieht gut aus. Dort in die Ruine. Das sieht super ruinig aus. Schauen wir uns aber an. Schauen wir uns an. Kommen wir da rein? Ob, kommen wir nicht. Ist okay. Ich hab's verstanden. Dann klettern wir einfach hier hoch. Das sollte ja auch kein Thema sein. Ups. Ich kann auch nicht so richtig einschätzen, wo wir uns befinden. Ich glaube, das liegt daran, weil mir persönlich der Schatten unten fehlt. Also wir werfen keinen Schatten mit unseren Füßen. Oh. Mein Sprung war. Ah, huhuhu, hat gerade so noch gereicht. Ich dachte, das wird zu knapp mit unserer Ausdauer. So, da kommen wir doch aber super hoch. Ich hoffe, das ist auch der Altar. Aber ich meine, im schlimmsten Fall entdecken wir hier coole Geheimnisse. Das nehme ich auch mit. Kriegen wir später mal Flügel? Oder hätten wir Flügel haben sollen? Ich weiß auch echt nicht, was das mit diesen Masken auf sich hat. Wow. Das sollte das so laufen? Ich glaube nicht. Okay, wir gehen hier einfach auf den Boden durch. Ich habe einen Blick nach oben, falls da irgendwas Spannendes passiert. Können wir ja vielleicht versuchen, hochzuklettern. Klettern mache ich natürlich. Aber ich habe hier einen gelb leuchtenden Gang. Und Musik. Leise Musik. Oh. Das ist der Altar. The stone thrums like the beat of a heart as I approach the altar. It feels right. I am ready for Rohana to know me. I am ready to know myself. I feel her curiosity in the sacred place. I know I am in her sight. Ist das die Göttin, Rohana? Oh, so sieht der Stein aus. Das sieht cool aus. Das ist ein schöner Effekt. Also zumindest für jemanden, der den Look mag. Oh, das ist aber ein bisschen mehr als Elektrizität in Steinen. Das ist ein bisschen mehr. Okay, definitiv eine göttliche Angelegenheit. Und jetzt? Geht die Sonne langsam unter. Oh, und wir gehen hoch. Wir haben die nächste Ebene erreicht. Die nächste Bewusstseinsebene. Alles dunkel, nur unser Stein leuchtet. Okay, mit A können wir in der Luft gleiten. Oh. Aber wir fallen automatisch in dieser Blase. Das ist aber witzig, dass sie auch von Natur aus so rot-gelb leuchtet. Ist halt wahrscheinlich warme Energie. Okay. Und jetzt können wir hier oben den Weg lang gehen, den ich eigentlich gehen wollte.
Den hätten wir aber ohne die Blase nicht geschafft. Ohne das Gleiten. Finde ich gut. Okay, zurück zu unserem Bike und dann zurück zum Camp, oder? Das Bike steht da. Fallschaden? Kein Fallschaden. Ach, obwohl, ist ja eh egal. Wir können ja einfach A drücken. Können wir das unendlich lange machen? Ja, können wir. Wir sind jetzt einfach ab heute eine fliegende rote Kugel in der Luft. Klare Sache. Okay. Ah, mir gefällt diese Optik. Ich freue mich so, endlich durch die Welt düsen zu können. Auch wenn unser Bike ein bisschen langsam unterwegs ist. Das ist schon okay. So, will ich hier wieder die Treppe hoch? Oder wie sieht's aus? Wir haben uns hier auch noch gar nicht umgeguckt. Ups, nein, 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 absteigen. Absteigen. Hier. Was gibt's hier noch zu tun für mich? Eimer tragen. Okay. Und die Tierchen laufen frustriert gegen den Zaun. Ah, ein Feuer brennt. Hier ist sogar noch jemand. Umar is a man of few words. And he's nothing, if not consistent. Okay, also wir können nicht mit ihm reden. Gut, mit den Eimern können wir überall dasselbe machen. Was ist hier? Eine Schlange? Sieht aus wie so ein... Oh, wir haben Währung gefunden. Okay, aber weiter rüber geht's dann, glaube ich, nicht. Dann klettern wir doch mal hoch. Und schauen uns im restlichen Camp noch ein bisschen um. Mit Driss haben wir geredet. Das heißt, wir können hier direkt die Leiter hoch zu Hilal nehmen. Oder wir klettern hier hoch. Wir können auch hier hoch. Gar kein Thema. Aber das ist ja die nächste Aufgabe, mit Hilal reden. Und hören, was er so zu sagen hat. When I return to Hilal, it's clear they know what I've just experienced. They're excited on my behalf in a way that makes me miss them before I've even left. Isn't it incredible? How does it feel? Exciting. True freedom. I tell Hilal that hovering is exciting and ramble for a moment about all the things I'll be able to do when I'm out there in the world. Most of them involve me falling on my head and not getting hurt, but I'm sure I'll come up with more in practice. Right? You can do anything you want. Hilal's mood doesn't darken, but the sigh they let out holds a bit of sorrow. You're very lucky, you know. I miss it so much, that feeling, just floating on the breeze. But I suppose it's best that it fades with age, Or else I might never have come back from my gliding. I'd just be out there, heaving myself into chasms. I'll heave myself into chasms for you. I tell Hilal I throw myself into 1,000 chasms on their behalf, and they giggle. That's what I like to hear. I know people manage to keep it up, but I don't know that I've got the time to practice as much as they do. Takes a really serious focus. Hilal laughs, even if there's a bit of regret in it, and I certainly haven't got that. Still, I suppose the gliding wouldn't mean much if it were all gains and no loss, huh? I think about that, but decide that there is already too much loss on my mind to consider it much further. I am saying goodbye to my clan, my family, my home, my childhood. To lose the perpetual is a sacrifice for another time. You're going to love it out there, Sable, even when you don't. My advice? Try to have fun. There's a lot to be said about ritual and independence and all of that out there, but the world's an easier place if you put joy first. I thank Hilal for their advice and for their help and tell them I'll miss them. It'll be over before you know it. A warning and a reassurance all in one. I say goodbye to Hilal. Wenn Hilal bereits älter ist, ist das dann nicht ein Wiedersehen für immer? Fragezeichen? Before I go, Hilal gestures toward the tower. It seems Sizo wishes to see me before I leave the clan. Okay. Das wurde plötzlich ziemlich düster. Das heißt, wir gehen jetzt hier nicht mal für eine Woche auf Abenteuertour oder so, sondern sind dann wirklich eine Weile weg.
Logging in. Hello, Sable. Unread messages. Have a good day. Alles klar, wir haben auch eine Postbox. Ach, ich glaube, das wird richtig cool im fertigen Spiel, da sich alles anzugucken. Also in der Vollversion. Ist ja nicht mehr so weit hin, der Release. Dass man jetzt sagen könnte, das wäre irgendwie die super krasse, unvollendete Variante. Wir sind reich. 40. Aber sprechen wir doch mal mit Sisu. Sisu is an outclanner to the Ibexi, but I've known her for nearly as long as I can recall and think of her more as a kind of distant relation than any sort of outsider. Machinists, I'm told, are given their posts and by their training and their code must go to where they are needed. But Sisu has been among us so long that it's easy to forget it's an assignment first and foremost. As far as any of us are concerned, she's one of us. I think there's a perception among the other clans that the Ibexi are quite insular, or that our designation of Ibexi versus outclanners suggests some nervous othering of those who are unlike us. But in practice, such things are more the result of our nomadic nature. We seek to know who will travel with us and who we must leave behind, but all are welcome to join. And I'm always pleased that Sisu did. Sable, how do you do, clan child? Okay, er spricht mich sogar mit Clankind an. I can only think of one thing. Better now that I'm getting a bike. Excited for my bike. A bit worried, am I really getting a bike? Sisu has a throaty quality to her voice and it rumbles through her mask when she laughs. She's quite a serious person most days and I am always torn between pride and alarm when I manage to make her chuckle. Yes, JD told me how excited you were, Sisu sniffs. She also told me Drizzle would be coming along to get your bike together, but I think he may have... I knew it. What? I hadn't meant to say that out loud, so I tell her I was just clearing my throat. I don't begrudge Drizzle's forgetfulness. Were I tasked with so many odds and ends, I might be just as scattered. And besides, this will be good for you. I want you to scavenge the other bike parts yourself. I'm going to make my own hoverbike. That sounds like an adventure. I'm going on an adventure. I tell Sisu I like the sound of that. A little adventure before my big one. It's more meaningful than you know. To bond with one's bike before it has taken form is more privilege than labor. Here, take this. Sisu hands me something. This is a navigator. You can use it to mark waypoints on your compass. It should be useful in finding the old parts. I ask Sisu where I might start looking. Our bikes are reborn in the ruined ships, okay, in fragments spread apart. A good start would be the ship down there near the camp. You'll find another up on that great rock near the other side of the canyon. And another behind the old dam on the hill. Oh, da ist ein Damm. Deswegen gibt's Schiffswracks. Hier war eigentlich mal Wasser. Use your navigator to mark that down if you need. You'll need to gather a control panel, a power supply and a calibrator. I'll be back before you know it. I tell Sisu I'll see her soon and head off in search of the components. Together we will create something new out of the old. Sehr cool. Das ist jetzt ja eine super tolle Quest. RB Navigator. Ah, und jetzt kann ich hier sagen, wo die Punkte sind. Wo hat sie gesagt? Hier beim Schiff? Ups. Ich finde es trotzdem ein bisschen schwierig. Hier. Hier, oder? Da war einer. Dann hier hinten irgendwo. Ich würde sagen, da, wo es rot leuchtet, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Ich sag mal, hier so. Und noch irgendwo. Ich weiß nicht, wo der andere war. Beim Damm. Wo war der Damm? Eine Sekunde. Hier vorne. Zack. Wunderbar. Und wenn ich jetzt auf LB gehe, sehe ich die Markierungen. Fantastisch. Aber es ist eine fantastische Quest, die wir hier am Ende bekommen. Nur leider ist es das Ende der Folge für heute. Ich hätte jetzt schon Bock, mir mein eigenes Bike zusammenzubauen, was ja vielleicht auch schneller ist und ein bisschen anders aussieht und vor allem eben mein eigenes ist und niegelnagelneu.
Aber das machen wir heute nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Spiel sagt. Schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare und natürlich unbedingt bei der Abstimmung mitmachen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit der Indie-Woche. Tschüss!